Hallo ihr Wundervollen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen in der Schminkbar. Nehmt euch ein Getränk, das habe ich auch gemacht. Lieben wir nicht alle Trink- und Essgeräusche von anderen Menschen? Es ist wundervoll. Ja, heute haben wir was ganz Spannendes vor, was ganz, ganz Spannendes. Erstmal, welcome to my neues Licht. Ich fülle mir heute das erste Mal mit den Softboxen und auch die spiegeln sich in der Brille. So viel dazu. Ist halt einfach so. Was haben wir heute vor? Ika, es macht jetzt schon ein bisschen Krach, wenn du da rumkratzt. Katze macht Lärm. Pirisch hat mir netterweise etwas zugeschickt, worauf ich mich richtig, richtig dolle freue. Das ist so fancy. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Dieses Ding, das kennt vielleicht schon der ein oder andere. Das ist das La Manufacture. Ich denke, so spricht man es wahrscheinlich aus. Your Personal Foundation in der Variante Natural. Denn es gibt eine neue Variante. Denn das Ganze gab es ja schon vor ungefähr einem Jahr oder so. In, ja, keine Ahnung, in der normalen Full Coverage Variante. Ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. Oder ich habe das halt nie ausprobiert. Und das ist jetzt quasi für Menschen, die so ein bisschen natürlicher gehen. Also für Menschen wie mich. Ich liebe es ja, wenn Foundation nicht so alles so abdeckt, sondern eben Haut noch wie Haut aussehen lässt, nur so ein bisschen schöner. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Ja, La Manufacture Foundation soll es darum gehen, die Foundation mit dem perfekten Hautton für dich zu finden. Ja, unglaublich schwer, den perfekten Foundation-Ton zu finden. Also in der Drogerie ist es schon mal eigentlich quasi unmöglich. Und online habe ich ganz oft das Problem, dass die Farben so schlecht dargestellt sind, dass ich online noch weniger Glück meistens habe, wenn ich mir eine Foundation bestelle. Ja, das ist immer so eine Sache. Und hier ist es halt so, hier ist gleich so ein Apparillo dabei, den packt ihr an eure Handykamera. Dann werden am Hals mehrere Fotos gemacht. Die schickt ihr dann in eine App. Es funktioniert aber auch ohne Apps, erkläre ich euch gleich nochmal. Dann soll oder dann ermittelt diese App, wie auch immer sie das tut, aufgrund dieser Fotos von eurem Hals, den perfekten Hautton. Und dann habt ihr hier so, kann man das hochheben, ist noch alles fest, glaube ich, habe das Kit mal geöffnet. Dann habt ihr hier halt verschiedene Farben und damit mischt ihr dann mit einer Spritze, zieht ihr euch dann, keine Ahnung, beispielsweise sagt die App, ihr braucht hier von 2 Milliliter und hier von 3 Milliliter, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen Hexenküche mäßig. So geil, ne? Und dann mischt ihr euch euren perfekten Hautton zusammen. Dann hier so ein kleines Glaspöttchen, da kommt die Foundation halt rein. Es gibt einen kleinen Spatel. Genau. Und ich bin echt gespannt. Und man kann auch, weil ich habe mich nämlich gefragt, okay, das ist natürlich jetzt geil. Und wenn ich jetzt im Sommer aber ein bisschen dunkler werde, ich meine, ich persönlich werde im Sommer nicht so viel dunkler als jetzt, aber es gibt ja auch Leute, die nehmen Farbe an. Die werden ein bisschen braun im Sommer. Dann kann man die einfach nachmischen, tatsächlicherweise. Also das soll irgendwie funktionieren, weil ich habe nämlich gedacht, okay, dann brauche ich ja irgendwie nochmal ein neues Pöttchen wenigstens, dann habe ich eine Winterfoundation und eine Sommerfoundation, aber irgendwie, guck mal, wie alles kann. Naja, soll das irgendwie auch gehen, dass man sich das nachmischen kann. Ich habe schon mal mein Handy geholt und die La Manufacture-Seite aufgerufen. Da findet ihr auch nochmal Videos dazu, wie man die Skincam, so heißt das, also diesen Apparillo hier. Also, das ist die Skincam. Die kommt jetzt, wie gesagt, gleich irgendwie da dran. Das muss ich jetzt gleich nochmal herausfinden, wie. Genau. Also dafür gibt es Videos. Es gibt ein Video, wie man das dann anmischt und. Und auch, wie man den Farbton ändert. Genau, was ich eben erzählt habe. Ja, ihr habt zum einen die Möglichkeit, diese App aufzurufen. Oder ich lese nochmal eben vor, wie das Ganze funktionieren soll. Also starte vor allem auch, ne? Starte deine Messung an einen gut ausgeleuchteten Platz. Haben wir ja jetzt. Jedoch nicht im Sonnenlicht. Vor einem Spiegel kannst du am besten sehen, wie die Skincam auf deiner Haut ansetzt. Einen Spiegel habe ich auch hier, falls ich das brauche. Aktiviere den Blitz deiner Kamera, das ist scheinbar wichtig. Halte jetzt die Skincam fest an deinen Hals. Hier ist die Haut ebenmäßig und perfekt geeignet für eine Messung. Ebenmäßig. Aber nicht mit 40, Leute. Erstelle jetzt möglichst ohne Verwackeln 4 Fotos an unterschiedlichen Stellen.
Das Ergebnis wird genauer, je mehr Fotos du machst. Das habe ich gefunden, wie man auch ohne App da reinkommt. Und zwar, man kann hier einmal diesen QR-Code halt scannen und dann ist man halt in dieser App. Oder man klickt einfach drauf. Zack. Und dann ist man auch hier. Dann kann man erstmal die Sprache einstellen. Nehmen wir mal Deutsch. Next. Verrat uns deinen Namen. Das machen wir mal nicht. Bist du das erste Mal auf dieser App? Ja. Und dann gibt es hier verschiedene Reiter, Hautton messen, Bilder hochladen, Rezept erhalten, Foundation, mischen. Wir sind natürlich hier, ach nee, das ist gar kein Reiter, das ist nur eine Erklärung. Hier steht, viel Spaß beim Mischen, los geht's. Dann kann man hier einmal wählen, your personal foundation, langanhaltendes und mattes Finish. Genau, das war nämlich das erste Kit, was es ungefähr für ein Jahr gab. Und jetzt your personal foundation, natural mit dem natürlichen Finish. Da klicke ich jetzt einmal drauf, dass ich dieses Kit halt habe und jetzt auf Foundation mischen. Dann kommt nochmal ein Erklärvideo, wo gesagt wird, dass man sich das nochmal angucken soll. Das habe ich mir schon angeguckt gestern, um ein bisschen vorbereitet zu sein und jetzt halt Fotos aufnehmen. Aber ich möchte jetzt erstmal den Apparillo da dran babseln. Das ist der erste Versuch. Ich hoffe, ich habe das Gerät jetzt da richtig drauf. Es kommt ein bisschen darauf an, wie eure Kamera gemacht ist hinten. Also der große Kreis muss quasi auf der Kamera sein und das Kleine, was man jetzt nicht sehen kann, weil es dahinter ist, soll auf dem Blitz liegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es lässt sich gut anbringen und so. Bin jetzt mal gespannt. Und jetzt soll ich halt diesen Messdingensbummens mir hier so überall so an mehreren Stellen dranhalten und halt Fotos machen. So, ich muss jetzt in meine Kamera. Ach, guck mal. Ach, das ist ja cool. Man kann das richtig jetzt sehen. Wie irre. Blitz ist an. Und versuche jetzt mal, das hier ranzudrücken. Meine Kamera reagiert eigentlich auf Wörter. Lächeln. Ja, ich glaube, sie hat ein Foto gemacht. Habt ihr gesehen? Es hat geblitzt. Lächeln. So, das waren jetzt 4 Bilder. Ich nehme mal kurz die Bilder an. Oh, die sehen aber ganz interessant aus. Ich zeige euch mal eins. Ich gehe jetzt wieder quasi in dieser App oder in diesem Programm auf Bilder zufügen. Ah ja, genau, jetzt kann ich hier die Bilder einfach einfügen. Bitte warte, die Qualität wird geprüft. Nächstes Bild. Mama mia, also es hat jetzt mit den Fotos doch ein bisschen gedauert, bis der zufrieden war. Der hat dann immer gesagt, die Qualität ist nicht ausreichend genug. Jetzt habe ich aber 4 Bilder geschafft aufzunehmen. Und jetzt steht hier Rezeptur berechnen. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt geht's los. Yeah, wir haben deine perfekte Foundation Shade ermittelt. Zum Anfang empfehlen wir eine Testmenge zu mischen für ca. 10 Anwendungen. Okay. Und jetzt steht hier zu Rezeptur. Klicken wir drauf. Oh, ich brauche nur 2 Farben. Ach, guck an, ich brauche nur Farbe 1 und 2. 3, 4 und 5 sind scheinbar für mich nicht geeignet. Ich brauche von der ersten Farbe 2,3 und von der zweiten Farbe 0,7. Man soll das dann gut schütteln. Das machen wir. Von Farbe 1 brauche ich, ich muss nochmal drauf gucken, 2,3 Milliliter. Also es sind Milliliter. Dann schraubt man das hier unten auf. Und dann ist hier quasi die Öffnung für eine Spritze. Es ist total verrückt, oder? Ich find's ein bisschen crazy. Guck mal. Ah ja. Es kommt. Das sieht so doof aus. Okay. Also man kann die maximal bis 2 Milliliter aufziehen. Das heißt, ich ziehe jetzt erstmal. Ja, der Rest kam jetzt hier nicht mehr so ganz raus. Mein Gut, dass ich mal im Krankenhaus gearbeitet habe und hier so ein bisschen weiß, wie es so funktioniert. 2 habe ich jetzt erstmal. 2 Milliliter. So, und die gebe ich jetzt hier in das Glaspfötchen rein. Frau Doktor, gleich geht's.
muss ja gleich mal dran schnuppern. Ich glaube, ich kann erstmal nichts riechen. Und jetzt noch 0,3 hinterher. 1, 2, 3. Das Ding ist nur, dass sie das nicht ganz so gut aufziehen lässt. Man muss immer so ein bisschen hin und her schieben. Jetzt habe ich 3. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das einmal sauber macht. Das heißt, ich habe mir hier so ein Tuch geholt und mache mir das halt einmal sauber. Von der Farbe 2 brauche ich 0,7 Milliliter. Schütteln. Schüttel, schüttel, schüttel. Da ist 0,5. Ja, das ist so ein bisschen tricky, dass man hier, da kann nicht einfach so ziehen und es läuft, sondern man muss so ein bisschen gucken. So. Wir wollen das ja auch ganz genau haben, sonst kann ich das ja auch nicht beurteilen, ob das wirklich funktioniert. So, jetzt habe ich 0,7. Plopp. Okay. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. So sieht das jetzt ungemischt aus. Und jetzt soll man mit dem kleinen Spatel sich das halt, ja, anmischen. Ich habe das Gefühl, dass die Foundation so ein bisschen beduftet ist. So ein bisschen, das riecht total gut, muss ich sagen. So ein bisschen wie Kokos oder so. La Manufacture ist allerdings cruelty-free, also tierversuchsfrei und auch, ich meine auch vegan. Genau, vegan, cruelty-free, keine Silikone und zu 90% natürliche Inhaltsstoffe. Aber ich rieche hier auf jeden Fall ein bisschen Beduftung. Es ist nicht ganz so einfach, hier drin so zu mischen. Man muss so ein bisschen in die Ecken. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Ich muss sagen, irgendwie macht es Spaß. Ja, wie findet ihr das so? Diesen Aufwand auch, der da so hintersteckt? Ich meine, bei mir ist halt so, Foundation gehört jetzt bei mir nicht unbedingt zu so einem Sammelprodukt. Also ich brauche jetzt nicht 1 Million Foundations. Ich habe auch gar nicht so viele. Für mich wäre das tatsächlich vielleicht etwas, wenn es denn wirklich jetzt der Farbton ist für mich, weil ich eigentlich nur auf der Suche bin nach der Foundation. So, deswegen wollte ich das auch unbedingt ausprobieren. Schwämmchen ist nass und ja, man kann jetzt ja, mit dem Spatel sich einfach ein bisschen Foundation auftragen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Das ist schon aufregend. Ja, die soll ja so ein natürliches, flawless Finish haben. Ist das wirklich meine Hautfarbe tatsächlicherweise? Ich kann gerade gar nichts sehen. Boah, ist die schön glowy. Erstmal. Was ist das Finish schön, oder? Das, was ich jetzt hier so sehe, sieht sehr, sehr, sehr natürlich aus. Natural soll ja auch so sein. Also entspricht auf jeden Fall dem, wie ich Foundation mag. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen von Weitem. Ja. Was sagt ihr? Also ich werde das nochmal ein bisschen aufbauen. Jetzt nochmal hier so ein bisschen aufzubauen. Guck nochmal, ob die noch so ein bisschen mehr aufbaubar ist. Oh, die riecht so lecker, ne? Ich meine, es ist natürlich, es muss jetzt nicht sein, aber es riecht halt echt gut, finde ich. Mag das. Ja, lässt sich noch ein bisschen aufbauen. Nur mal so. Ich habe jetzt ja erstmal nicht so viel genommen. Lässt sich ein bisschen aufbauen. Das Finish ist super schön, super pflegend. Guckt euch das mal an, wie... Oh, also das muss man natürlich mögen, so glowy, ne? Aber ich mag das ja. Das Finish gefällt mir richtig gut. Ich finde die Farbe auch echt gut. Ich würde schon sagen, dass das meine Foundation-Farbe ist. Ja gut, die Hände sind sowieso immer ein bisschen anders. Aber mich haut vor allem gerade das Finish um, muss ich sagen. Das Set geht ja um die Farbe und so, ne? Die perfekte Foundation-Farbe ist es bestimmt auch. Also ist es, glaube ich, echt. Das sieht schon echt irre aus. Aber das Finish ist so schön. Ich bin total in dieses Finish verliebt. So, Kinder, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich schminke mich jetzt mal off-camera zu Ende. Und dann sage ich euch am Schluss nochmal, wie die Foundation sich so beim Schminken so verhalten hat. Ne? So, meine Lieben, das ist der fertige Look auf der La Manufacture Foundation. Ja, es hat alles super geklappt, hat sich alles super auftragen lassen.
Die Foundation hat sich auch nicht jetzt großartig verändert, also ins Negative verändert, ist jetzt nicht irgendwie großartig wo reingekrochen am Kinn. Hier in dieser etwas stark ausgeprägteren, ja, innenliegenden Falte, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ist das so ein ganz bisschen gebrochen. Kennt ihr das, wenn das so ganz massiv das Pigment halt irgendwo reinrutscht? Ich muss aber sagen, also man sieht das jetzt auch nicht, das siehst du nur mit einem Vergrößerungsspiegel. Ich möchte es aber einfach erwähnen, das tun aber die meisten Foundations bei mir an dieser Stelle. Ansonsten, ja, sitzt die auch nach dem Make-up wunderbar. Ich bin wirklich von diesem Finish besonders begeistert. Das ist wirklich so natural. Ja, also für jemanden, der jetzt eine stark deckende Foundation sucht, ist hier falsch. Der müsste sich das andere Set dann wahrscheinlich holen. Ja, ich würde jetzt nochmal näher kommen. So, jetzt könnt ihr mich nochmal in der Nähe sehen. Ich hoffe, dass ich scharf bin. Das weiß ich immer nie. Das sieht, das, was ich sehe, sieht echt gut aus. Resümee des Ganzen finde ich gerade gar nicht so einfach, weil es ist so First Impressions mäßig. Bei mir müssen sich so Dinge immer so ein bisschen setzen. Also das Ganze ist so ein bisschen mit Aufwand verbunden. Man kauft ja nicht eine fertige Foundation, sondern das muss man sich alles erstmal zusammenmischen. Man muss dieses Ding hier erstmal kapieren, irgendwie, man muss sich ein Tutorial angucken, was jetzt nicht lang ist, ne? Aber es ist halt einfach mit ein bisschen Aufwand verbunden, sage ich jetzt mal. Bis man das so hat, auch hat das bei mir nicht gleich geklappt mit den 4 Fotos. Also 2 Fotos haben funktioniert, die anderen beiden wollten sie immer nicht haben, da wollten sie eine bessere Qualität. Bis ich das so hatte, hat es einfach ein bisschen gedauert, so, ne? Wenn man es dann aber mal hat und das Anmischen geht relativ fix, also, ne? So, man muss ein bisschen ruckeln an der Spritze, aber das ist alles auch machbar. Wenn man es dann erstmal so hat, dann hat man es halt. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn das wirklich gut passt, ein bisschen mehr Foundation machen, dass ich einfach was auf Vorrat habe. Dann, finde ich, habt ihr auf jeden Fall eine hammergeile Foundation. So, also farbtonmäßig super, absolut toll. Es ist definitiv mein Hautton, also absolut getroffen. Was mich aber allermeisten von der Foundation begeistert, ist einfach das Finish. Ich finde, das Finish sieht so schön aus. Es ist genau das, wie ich das haben möchte. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, eine Foundation zu tragen. Es ist ganz, 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 ganz leicht auf der Haut. Das liebe ich. Es sieht einfach aus wie Haut, nur schöner. Und das liebe ich so an Foundations. Ich bin gespannt auf den Sommer, ob ich mir dann noch, ob ich von den 3 anderen Farben, das finde ich jetzt fast so ein bisschen Verschwendung, dass das jetzt so in meinem Kit liegt und so gar nicht benutzt werden muss, scheinbar. Also ich brauchte nur die ersten 2 Farben. Das finde ich jetzt allerdings ein bisschen so, weil theoretisch, ich weiß nicht, wie weit ich halt kommen würde. Das ist halt so die Frage irgendwie, ne? Für den Preis, das ist schon ganz schön teuer auch, ne? So muss man halt sehen. Aber erstmal an sich, mal ganz vom Preis unabhängig, bin ich auf jeden Fall absolut begeistert. Erstmal so First Impressions, meine ersten Gedanken dazu. Also das Produkt an sich finde ich sehr, sehr hochwertig. Es ist eine sehr, 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 sehr schöne Foundation. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz happy damit, dass da jetzt so 3 Produkte drin liegen, die ich wahrscheinlich nicht benutzen werde. Vielleicht im Sommer noch einen von dem anderen Farbton. Aber ich glaube eher, dass ich von dem, wo ich nur so ein bisschen brauchte, wahrscheinlich ein bisschen mehr geben muss, weil ich werde auch nicht sonderlich braun im Sommer. Davon jetzt mal ganz abgesehen. Da werde ich mich mal überraschen lassen. Das ist so ein bisschen verschwenderisch und schade. Was für einen Eindruck macht das Ganze denn so auf euch? Lasst mir mal gerne Feedback zu diesem System La Manufacture Foundation in den Kommentaren da. Wäre das was für euch? Könntet ihr euch das vorstellen? Hat das vielleicht schon der ein oder andere mit diesem anderen Set ausprobiert oder auch mit dem neuen schon? Mal interessieren, wie ihr das so seht, auch mit dem, mit der Art Verschwendung vielleicht von den Farben. Gebt mir da auf jeden Fall gerne mal Feedback. Ansonsten findet ihr hier auf der Seite 2 weitere Videos von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, und ich sage erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal.